Nummer 10. Igor Wovkovinsky. Igor Wovkovinsky wurde 1982 in der Ukraine geboren. Er wurde mit einer Störung in der Hypophyse geboren, was zu einer Krankheit namens Gigantismus führte. Als Igor 7 Jahre alt war, gingen seine Eltern mit ihm in die USA, weil sie sich dort eine bessere Behandlung für ihren Sohn erhofften. Allerdings konnten ihm die Ärzte nicht wirklich helfen. Sie haben viele Medikamente und sogar 16 Operationen ausprobiert, um sein Wachstum zu verlangsamen. Sein Wachstum stoppte endlich, als er bereits über 2,30 Meter groß war. Leider hat Igor aufgrund seiner Krankheit ständig Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Nummer 9. Brooke Brown. Brooke Brown ist mit 2,33 Meter der größte Teenager der Welt. Er hat die Schuhgröße 57 und ein enorm schnelles Wachstum. Wenn er weiterhin so schnell wächst, könnte er bald der größte Mann der Welt sein. Grund für dieses Wachstum ist die Krankheit Gigantismus, an der Brooke leidet, seitdem er 5 ist. Obwohl er Schmerzen hat, darf er keine Medikamente nehmen. Der Grund? Er wurde nämlich mit nur einer Niere geboren, außerdem ist er hyperaktiv und reagiert darauf schnell jähzornig. Ärzte hatten seiner Mutter gesagt, dass Brooke das Teenageralter wohl nicht erreichen wird. Aber bis jetzt geht es Brooke entgegen aller Erwartungen gut. Allerdings ist er dadurch einer finanziellen Belastung ausgesetzt. Nicht nur sonderangefertigte Kleidung braucht er, sondern auch größere Möbel wie Bett und andere Gebrauchsgegenstände. Nummer 8. Jekaterina Lysina. Mit 2,06 Meter ist Jekaterina nicht nur sehr groß, sie hat auch die längsten Beine der Welt. Über 1,30 Meter sind ihre Beine lang und damit länger als ihre halbe Körpergröße. Außerdem ist sie auch die Frau mit den größten Füßen bei einer Schuhgröße von 47. Aufgrund ihrer Größe fing sie an, Basketball zu spielen und war auch sehr erfolgreich damit. Vor ein paar Jahren hat sie dann einen neuen Karriereweg eingeschlagen und arbeitet nun als Model. Nummer 7. Sun Mingming. Sun Mingming wurde 1989 in China geboren. Als er 15 Jahre alt war, fing Sun an, Basketball zu spielen. Da war er bereits schon 1,98 Meter groß. Heute mit 2,36 Meter und einem Gewicht von fast 170 Kilo ist er ein professioneller Basketballspieler und hat schon in ein paar Filmen mitgespielt. Wenn Sun Basketball spielt, könnten manche denken, er habe seinen Körper nicht im Griff. Er bewegt sich relativ langsam und das Tempo seiner Mitspieler überfordert ihn oft. Der Grund für seine unglaubliche Größe ist ein Tumor an seiner Hypophyse, den er im Jahre 2005 entfernen ließ. Nummer 6. Elizani da Cruz Silva. Die Brasilianerin wurde vom Guinness Buch der Rekorde zur größten Braut der Welt gekürt. Mit ihren 2,06 Meter ist sie sogar um einiges größer als ihr Ehemann. Mit 15 Jahren brachte sie die Entfernung ihres Tumors hinter sich, um ihr Leben etwas zu erleichtern. Bereits mit 11 war sie das größte Mädchen an ihrer Schule. Da sie oft ausgelacht und gemobbt wurde, entschied sich Elizani dazu, die Schule abzubrechen. Eine Entscheidung, die nicht leicht für sie war. Dennoch beruht das unter anderem auch auf beruflicher Motivation. Sie möchte als Model durchstarten. Nummer 5. Mali Duangdi. Mali war mit 2,12 Meter die größte Frau Thailands. Bereits als Kind hatten ihre Eltern gemerkt, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Als Mali 9 Jahre alt war, wurde ein Tumor in ihrem Gehirn gefunden. Die Ärzte konnten ihn nicht vollständig entfernen und für eine weitere OP fehlte das Geld. Stattdessen hat man ihr Medikamente verschrieben, die ihr Wachstum verlangsamen sollten. Insgesamt war ihr Körper aber schwach und ihre Beine taten ständig weh. Leider verstarb Mali kürzlich im Alter von 24. Nummer 4. Zhang Chunkai. Zhang ist mit 2,42 Meter einer der größten Menschen der Welt. Ab einem Alter von 16 begann Zhang unglaublich schnell zu wachsen. Weil er ständig Migräneanfälle hatte, wurde er operiert und hörte dadurch auch plötzlich auf zu wachsen. Jedoch war er da bereits hier schon sehr groß. Auch seine Füße sind größer als bei normalen Menschen und Zhang sagt, es ist so gut wie unmöglich für ihn, passende Schuhe zu finden. Nummer 3. Morteza Mehrsad. Morteza leidet an einer Krankheit namens Akromegalie, welche ein unkontrolliertes Wachstum hervorruft, was eine Körpergröße von 2,46 Meter erklärt. Dadurch hat er leider viele Probleme, beispielsweise ist sein eines Bein 15 cm kürzer als das andere. Das hielt Morteza aber nicht auf. Bei den Paralympics 2016 gewann er die Goldmedaille im Volleyball. Nummer 2. Brahim Takiola. Der Marokkaner ist ganze 2,46 Meter groß. Dazu hat er die größten Füße der Welt. Seine Füße sind ganze 38 cm lang, was einer Schuhgröße von 58 entspricht. Wie auch Morteza leidet Brahim an Akromegalie, was zu Deformierungen an seinen Armen und Beinen führte. Im Jahr 2006 wurde ihm ein Tumor aus dem Gehirn entfernt und seine Hormone medikamentös stabilisiert. Nummer 1. Sultan Kösen. Der Türke Sultan ist mit einer Größe von 2,51 Meter der größte lebende Mensch der Welt. Seine unglaubliche Größe hängt mit einem Hirntumor an der Hypophyse zusammen. Wie auch seine Eltern wollte Sultan schon immer Bauer werden und er hat seinen Traum verwirklicht.
Seine Größe ist bei der Arbeit auf der Farm ein enormer Vorteil für ihn, auch wenn er in seinem Alltag sonst eher unter seiner Größe leidet. Das war's auch schon. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie groß ihr seid. Mal sehen, ob man eine Durchschnittsgröße meiner Zuschauer festhalten kann. Wer Wissensautomat immer noch nicht abonniert hat, kann dies gerne nachholen und die kleine Glocke aktivieren. Außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!